Uff, ja, da muss ich ein bisschen. Irgendwann spiele ich es fertig, da können wir ja Batman schon reinmachen. Nur eigentlich schon. Passt auch zu nichts. Das Beste, aber ich hatte Spaß. Irgendwie schon. Ja, aber das kommt. Irgendwann spiele ich es fertig, würde ich sagen. Können wir da reinmachen. Let's Play Photoshop. Zack, ab mit der Fledermaus. Bisschen kleiner machen, damit es reinpasst. So, sehr schön. Es wird am Ende bunt sein, hoffentlich. Von der vielen Spiele-Logos. Ne, das ist nicht die Bedauerungszeit, das kommt hier rüber, hier. Irgendwann spiel ich es fertig, hier kommt das. Nachher auf Instagram veröffentlichen. So, hier können wir noch was Passendes draus machen. Was für eine Schrift ist das? Das war ja wahrscheinlich Arial. Irgendwas in dem Dreh. Zack, Arial Bold. Schriftkurs anpassen. Sehr schön. Fast exakt. Schon besser. Sieht wie gewollt aus. Sehr schön. So, Lieblingsspiel aller Zeiten. Das ist schwierig. Schwierig, schwierig. Wenn es nirgendwo anders reinpasst, und das glaube ich, dass das nirgendwo anders reinpasst, würde ich da fast Minecraft hinpacken. Ich kann mich um vieles streiten. Es gibt viele Games, wo ich mich auch, ja, mit mir selbst streite, wo ich dann so ein bisschen. Wenn ich weiß, wie gut merke ich das oder wie nicht. Minecraft ist doch immer, ist ein solides Game, ist ein Lieblingsspiel aller Zeiten. Das ist, also kann man, ich weiß nicht, ist das, bin ich mir auch nicht so sicher, aber ich meine, gibt wenig Spiele, die besser sind. Also gibt da schon ein großartiges Game, kann man vieles mitmachen. Das würde ich schon. Und wenn es drauf ankommt, zack, ab damit. Ich schon sagen, ich kenne da wenig, was besser ist als Minecraft. Ist schon ein geniales Game. So, ist in Ordnung für euch, für dich, Modi. Ist das ein bisschen. Ich habe hier copyright-freie Musik im Hintergrund, während ich hier. Das lenkt wahrscheinlich ab von meinen Erzählungen. Dann würde mich auch ablenken. Kampfsysteme, so viele Kampfsysteme habe ich nicht gespielt. Größter persönlicher Einfluss, damit ist wahrscheinlich gemeint. Was auf mich persönlich einen Einfluss genommen hat, welches Spiel, oder? Modi? Hau die Playlist rein. Naja, die Playlisten, die ich habe, sind. Die werden mir weggeklemmt. Ich habe keine Playlist mit copyright-freiem Soundtrack. Wenn ich die Playlist. Wenn ich meine 80er, 90er Jahre Sound Sachen reinhaue, dann. Uff. Wenn ich jetzt eine hätte.
Musik ist immer gut. Ja, ich könnte halt in meinem Musikohr nochmal nachschauen. Das ist halt. Wir haben mal ein bisschen Musik im Hintergrund. Leise genug. Ich denke, ein bisschen ändern bricht aus. Soundtrack schadet nie. Fühlt man sich gleich wie in der Psychiatrie. Das passt ja zu mir und meinen Games. Beste Story. Ja, Modi, sag mir mal, was meinst du mit. Was ist dort nicht du? Was meint Nister mit größter persönlicher Einfluss? Das gemeint, was welches Spiel auf mich, auf meine Persönlichkeit Einfluss ausgeübt hat. Das gibt es ja bei. Ist ja bei Büchern. Bei mir waren es eher Bücher und Filme, dass die da. Die meinen Charakter geformt haben. Kann man sich vorstellen, was auf dich Einfluss hatte. Da sind meine ersten Games natürlich nicht ganz unbedeutend. Aber größter persönlicher Einfluss. In mein Videospielregal schau. Tja. Machen wir erstmal mit einer anderen Sache weiter. Lieblingsprotagonist. Warte mal kurz. Bevor ich überlege und nachdenke, was habe ich nur alles für Spiele schon gespielt? Was kenne ich denn alles für Spiele? Ich sortiere es nachher wieder ein. Hol mir meine Spiele hierher. Ich habe es noch hier im Regal stehen. Suche Platz. Super Mario, ja, das kommt auf jeden Fall auch noch irgendwo in die Liste mit rein. Wo und wie? Frag mich nicht. Ich meine, Videospieler-Stapelberg. Oh, das ist viel. Viele Spiele, die ich hier habe, mal ein bisschen Weird Flex. Sehe ich den Chat nicht mehr. Ich das hier aufgestapelt habe. Mit allgemeinen Spiele, die du kennst, mit reinnehmen, also auch Let's Plays, Streams etc., die du gesehen hast. Ja, auf jeden Fall. ich weiß nicht, ob ich das hier benutzen will. Ich habe meine ganzen Spiele, die ich mir mal durchreichen kann. Batman 3. Die habe ich jetzt umsonst wahrscheinlich hierher geholt. Falls ich mich an was nicht erinnere, kann man hier nochmal nachgucken. Ätna bricht aus. Da kommt auch auf jeden Fall, kommt doch auf jeden Fall auch irgendwo rein. Und Deponia. Musik läuft im Hintergrund gerade. Ätna bricht aus. Ist das mein Lieblingsprotagonist? Also ist schon ein starker Favorit. Ist schon ganz oben ist dabei. Aber ich würde schon. Ich pack mal Deponia bei Lieblingsprotagonist mit rein. Das ist, finde ich, besser. Schön. Danke für die Playlist, Modi. Animal Crossing New Horizons können auch noch. Das passt bestimmt auch noch irgendwo rein. So, ich würde aber erstmal sagen, Deponia. Das ist natürlich der Rufus, der Beste. Hier, wo war das? Hier, Lieblingsprotagonist. Das ist der Rufus natürlich. Ungeschlagen, auch in Edna nicht übel ist.
Deponia, würde ich sagen. Der Rufus aus Deponia, der ist schon geiler. Finde ich schon spitze. Atmosphärenspiel. Auch wenn ich selbst noch nicht gespielt habe, muss ich aber sagen, bei Atmosphärenspiel, da würde ich schon hart. Hier wäre es Ori and the Blind Forest oder generell die Ori-Spiele, finde ich schon. Also die Atmosphäre. Ich habe es, glaube ich, mal als Test gespielt, beide Teile beim Kanal. Finde ich schon. Kann man machen. Die Atmosphäre ist schon top. Das ist schon. Ori hat verdammt gut Atmosphäre, aber es geht besser. Bei mir wäre es wahrscheinlich Silent Hill oder Medium, die ich beide nicht kenne. Weder geguckt noch selbst gespielt. Daher ist bei mir. Also Ori hat schon allein der Soundtrack und die Hintergründe und die Orte, wo da durchläuft. Wer will es irgendwann mal spielen? Und dann will ich mal Ori spielen. Hab mich bisher noch nicht getraut, aber die Atmosphäre ist schon echt krass geil. Größte Enttäuschung, da habe ich eins. Das ist das hier. Das ist eindeutig, das steht bei mir fest. Weiß bloß gerade nicht, wie es hieß. Oh, ist aber schwer wie Arsch, nur als Warnung. Ja, schauen wir mal. Größte Enttäuschung war hier das Spiel hier. Wie hieß das? Wie hieß denn das Spiel, was ich gespielt habe? Vielleicht habe ich es hier mit dabei, ja, dann weiß den hier. Weil ich dann eine relativ hohe Erwartung hatte und dann bin ich da rangegangen und es ist halt, hat mich halt komplett schlechte Erwartung. Nee, komplett gute Erwartung und dann hat es komplett verkackt. Wo ist es denn? Ist hier vielleicht dabei? Nee, das sind die Pokémon-Edition. Den Titelliste habe ich gar nicht hier. Dieses 3D Mario seit 20. Nein! Komm, auf keinen Fall. Das ist deine Meinung, Modi. Größte Enttäuschung, da ist, es ist nach der TV-Serie hier das Willkommen Gravity Falls Spiel. Aber das Spiel, das war so eine herbe Enttäuschung, das sage ich, das ist so. Brauchen wir ja hier eh nicht für. Das hier ist eh. Nicht zu Hause nachmachen. Nicht mit Paint arbeiten. Was, du hast Erwartungen an Lizenzspiele? Seltsamer, trauriger Mann. Ich fand die Gravity Falls Serie gut. Fand die so gut, die Serie. Und dachte, das Spiel wird vielleicht auch mal halbwegs toll. Ich glaube, das war sogar schon. Ich hatte schon keine allzu guten Erwartungen. Ich dachte schon, das ist ja. Allzu gut kann es nicht mehr werden, aber ich dachte, ich bin da reingegangen. Das war halt so abgrundtief scheiße. Das ist halt, ich fand es halt so schlecht. Es hat sich so schlecht, die Steuerung war miserabel, die Grafik war im Eimer. Es war wirklich, ja, zum am Kopf fassen, es war wirklich. Ach nee, nicht Entspannung, das kommt hier rein. Größte Enttäuschung. Das war wirklich eine Enttäuschung für mich. Wie kann so ein Spiel der Serie dieser wundervollen Serie gerecht werden? Ist es. Damals Spiel. Können wir so nehmen. Jetzt. Ich hatte keine Erwartungen und wurde enttäuscht. Man kennt das.
Dr. Mario über alles. Nee, Dr. Mario nicht. Ist nicht so meins. Pac-Man ist schon spitze. Ansonsten hier das Super Mario Bros., das erste Super Mario Spiel, das könnte man auch sagen. Das Donkey Kong ist auch noch nicht schlecht. Beste Story, da überlege ich gerade noch. Das muss ein Pokémon-Game sein, beste Story. Das ist. Die haben immer. Naja, die neuesten jetzt nicht mehr, aber. Auch bei Story. Ich weiß nicht. Was habe ich denn hier noch so? Entspannung nach der Arbeit würde ich auf jeden Fall Animal Crossing hier reinpacken. So, packen wir hier rein. Animal Crossing auf jeden Fall Entspannung nach der Arbeit. Auf jeden Fall. Minecraft vielleicht auch ein bisschen, dient auch manchmal zur Entspannung. Aber ja. Hilfe bei schlechten Tagen. Hilfe bei schlechten Tagen. Da gucke ich eigentlich lieber einen Film. Hilfe bei schlechten Tagen. Ja. Da Mario ist eigentlich bei schlechten Tagen immer gar nicht schlecht. Vielleicht Mario Kart. Pokémon, bitte. Du hast Little Nightmares, Deponia, Resident Evil gespielt. Nimmst Pokémon. Stimmt, hast du recht. Aber Little Nightmares, gute Story. Also gute Story vielleicht, aber beste Story. Schwierig. Liebster Artstyle. Da können wir auf, da würde ich mal, da will ich mal rein, da wäre ich so dreist und würde mal hier, können wir mal in Steam Game Liste reingucken. Ich warte immer noch auf ein offizielles, auf Unterstützung. Mixed Vision. Eine Kooperation. Beste Story wäre bei mir wahrscheinlich Signif, ja, was ich auch nicht kenne. Einige Indie-Games werden ja auftauchen, weil ich bin ja Nintendo und Indie-Games. Dann wird es ja wahrscheinlich ziemlich viel Indie-Games sein. Der liebste Artstyle würde ich schon sagen. Das ist ein kürzeres Spiel, aber der Artstyle, der ist wirklich nicht schlecht. Wer es noch nicht kennt, soll jetzt mal spielen. Fallout Sales hat schon. Da ist Mensch. Wem sagst du das? Dir sage ich das, Modi. Und den Leuten, die das dann später gucken, wenn ich das hochlade irgendwo, falls ich das hochlade. Spiel zu dem immer zurück. Ja, es gibt ein Spiel, zu dem ich immer wieder zurückkehre, was ich immer wieder. Auch wenn ich mal aufhöre zu spielen. Mario eventuell. Ich bin immer noch ein größter persönlicher Einfluss, müssen wir auch noch machen. Was hat einen Einfluss, welches Spiel hat dann Einfluss gehabt? Was für ein Spiel, zu welchem Spiel kann man immer wieder zurückkehren? Beste Story war hilfreich. Hilfe an schlechten Tagen wollten wir noch vergeben. Ist bei mir 100% Noita, da gehe ich andauernd hin zurück. Okay, kenne ich auch nicht. Vielleicht haben wir ein Steam Game, was ich öfter spiele, was immer. Among Us. Das ist ja. Das könnte vielleicht auch irgendwo rein, aber wo? Wo kommt Among Us hin? Das ist das Kampfsystem. Definitiv.
Das kommt bei Modi wahrscheinlich bei überschätzt rein. Definitiv kommt das bei Modi bei überschätzt rein. Hilfe bei schlechten Tagen. Liebstes aktives Franchise, deprimierendes Spiel, immer übersehen. Nicht das Beste, aber ich hatte Spaß. Ich komme vielleicht Among Us, würde ich vielleicht dahin reinpacken. Nicht das Beste, aber ich hatte Spaß. Ich glaube, das passt dort rein. Es ist definitiv nicht das beste Spiel. Es ist wirklich schon. Jeder liebt es, ich hasse es. Der Among Us, der Prof ja auch. Ich würde sagen, nicht das Beste, aber ich hatte Spaß. Also dafür, es ist eigentlich, es hat nur drei Maps, jetzt bald hoffentlich vier, wenn es mal rauskommt. Es ist wirklich kein gutes Spiel, kann man wirklich sagen. Es macht extrem Spaß. Also es hat wirklich, hat extrem Spiel Spaß. Also ich kann nicht sagen, dass das Spiel gut ist. Bei einer Liebe, das ist wirklich, kann ich wirklich nicht sagen. Aber ich hatte enorm viel Spaß. Es muss ja nicht immer ein gutes Spiel sein. Versteht das? Es kann auch ein Spiel schlecht sein und trotzdem Spaß machen. Among Us ist auch kein schlechtes Spiel. Es ist kein gutes Spiel, aber ich sag es dir, wenn ich ungern einen 50er zukommen lasse, wenn First Class Trouble erscheint, wird es Among Us ersetzen. Na, ich weiß nicht. Wir sind bei schlechten Tagen, glaube ich, immer noch nicht. Bestes Kampfsystem, weiß ich gar nicht. Ich spiele keine Spiele mit Kampfsystem. Da muss ich Pokémon reintragen. Das hat ein Kampfsystem. Das spiele ich. Größter persönlicher Einfluss. Da könnte man auch Pokémon reinpacken. Pokémon Diamant dann. Was war mein Pokémon? Erste Pokémon in Animation. Mein erstes Pokémon-Spiel. Das hat schon, da kann man nicht leugnen, dass das Einfluss gemacht hat. Würde ich schon sagen. Wo es hier Blödsinn gibt. Und Diamant und Pearl, jemand eben gerade ausgeschnitten. Mach ich den Quatsch mit mir. Sehr schön. Wo kommt das hin? Das kommt hier bei größter persönlicher Einfluss hin. Ich sage nicht, dass das das Beste ist, aber ich bin froh, dass ich PS seit CS6 nicht mehr geupdatet habe. Ist ja auch die 2019er Version bei mir. Phone Shop ist bei mir nicht geupdatet. Gibt ja schon eine 2020er Version, bestimmt auch schon eine 2021er Version, wie ich das kenne. Gut. Nun würde ich aber sagen, hat es den persönlichen Einfluss, besten persönlichen Einfluss auf mich. Gott, ach Deluxe, das können wir noch machen. Ja, Spiel, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Ja, das mache ich regelmäßig. Immer mal ein paar Runden Mario Kart spielen, spricht nichts dagegen. Kommt man noch mal wieder zurück. So, beste Story, weil sich Edna bricht aus reinpacken. Das ist Mario Bros. 3 definitiv. Wenn dann Odyssey, die hat das finde ich von den Mario-Teilen die beste Story, würde ich sagen. Animal Crossing Musik im Hintergrund. Muss man sagen, beste Story, Edna bricht aus. Würde ich schon sagen. Bestes Kampfsystem, da muss ich auch ein Pokémon reinpacken, weil es ist. Gibt es ein anderes Mario, vielleicht ein Mario-Spiel? Mario gegen Bowser den Kampf. Ich kenne keine anderen Kampfspiele.
Wolfenstein 2 vielleicht, aber hat das ein Kampfsystem? Eines der Telltale Games. Man of Medan. Little Hope. Habe ich beide nicht gespielt. Kenne ich, habe ich auch beide nicht geguckt. Kenne ich beide nicht. Es hat auch kein Kampfsystem. Mario Odyssey dann vielleicht. Damit wenn ich Pokémon neben Pokémon packen müssen. Also Mario Odyssey, die Kämpfe mögen zwar leicht sein, aber ich finde, dass die Kämpfe mit den Brudels, gegen die Brudels in den Arenen, wie du die mit der Mütze angreifst und so weiter, das finde ich schon sehr innovativ, das Gameplay, das Kampfsystem, das Gameplay auch. Das finde ich schon. Paper Mario, habe ich gesehen bei Let's Play Markus im Let's Play. Ja. Da finde ich das in Odyssey, das Mario Odyssey Kampfsystem schon besser. Paper Mario schön, aber ich finde das toll mit dem Mütze werfen und dem auf den Deckel springen. Das ist schon, also Mario generell, Mario-Spieler, den Gegnern durch auf den Kopf springen, in 3 Runden aussetzen, das ist schon, hat auch die Spielewelt beeinflusst. Das Kampfsystem kennst du auch in anderen Spielen. Zuletzt in Batman, Arkham Origins. Den Gegner müssen wir auch in 3 Runden ausschalten. Mario hat dieses Kampfsystem etabliert, dass du den Gegner vielleicht nicht unbedingt auf den Kopf springst, aber dass du den in 3 Runden aus. Das kommt nicht von irgendwo her. Das kommt von. Das ist schon ein Super Mario-Spiel, also Super Mario Bros. Das hat einen wirklich wichtigen Kampfstil eingeführt. Zum besten Kampfstil rein. Würde ich sagen. So, hier rein. Mal zwischenspeichern. Hilfe bei schlechten Tagen haben wir noch nicht. Haben wir 2 Reihen schon voll. Hilfe bei schlechten Tagen, da muss auch ein Mario hin. Mario macht's wieder gut bei einem Stich. Also Mario macht vieles. Macht's wieder besser, ist wirklich. Ja, aber welches Mario? Hier habe ich. Also bei Mario 3D All-Stars. Nee. New Super Mario Bros. U Deluxe. Muss auch noch irgendwann mal spielen. Mario Odyssey hier auch schon wieder. Hilft bei schlechten Tagen. Da darf kein Story Game rein. Das muss Mario rein. Dann nehmen wir doch eins, was ich habe. Super Mario 3D World vielleicht. Ja. Würde ich schon sagen, Hilfe bei schlechten Tagen ist Mario 3D World, das Jump'n'Run. Wenn du mal die späteren Level dann nicht nimmst, die schweren, musst du halt außerhalb von Welt 8. Welt 1 bis 4. Haben wir 2 Reihen schon voll. Bingo können wir damit noch nicht machen. Können wir einen Bingo-Abend machen. Warum mag ich das? Gibt es ein Spiel, wo ich mich frage, warum ich das mag? Was schon seltsam ist, warum ich das mag? Du magst es, jeder sonst hasst es. Da gehört Among Us rein. Da gibt es ein Spiel, was noch verhasst ist, was ich sehr gut finde. Pokémon Sonne käme in Frage, können wir da reinpacken, also Pokémon siebte Generation. Miiverse Cockhead oder Last of Darkness, For Darkness. Pokémon siebte Generation können wir da reinpacken.
Ich fand Pokémon siebte Generation gar nicht so schlecht. Das ist, so wird immer verschrien. Das ist halt. Es war schon deutlich schlechter als die anderen Generationen, aber ich fand es auch nicht so scheiße. Das ist also, natürlich wurde es an der Hand geführt, es war sehr linear. Es ist halt. Tja. Unpopular Opinion, das war auch, also, wenn man sich darauf eingelassen hat, ich meine, das ist. Ich habe nicht Pokémon Sonne und Mond gespielt, weil ich ein Open-World-Game haben wollte. Pokémon, ich wollte in Pokémon an der Hand geführt werden. Ich wollte das so haben, dass das so linear ist. Das fand ich gar nicht schlecht. Dass jetzt Pokémon jetzt in Teil 7, in Teil 8 jetzt in der 8. Generation Open World geworden ist, zumindest in der Naturzone und so weiter, fand ich eigentlich gar nicht so gut. Nicht mal nicht weg. Ja, es ist also können wir es reinpacken, ne? Die Bestätigung. Du magst es und jeder sonst hasst es. Dann was andere nicht. Ich finde, es ist eine ziemliche Kopie. Also Pokémon Sonne fand ich noch toll. Pokémon Ultra, Sonne und Ultra Mond ist halt eine Kopie von. Ist halt ein Pokémon Sonne mit ein paar Extras dazu. Hätte man auch ein DLC rausbringen können. Wie man es dann später bei Schwert und Schild gemacht hat. Ich mochte auch den Charakter Lily aus Pokémon Sonne, den anderen gar nicht mochten. Das ist du mochtest bestimmt sogar den Rivalen. Nee, den Rivalen nicht, aber die Lily, die in Ultra Sonne dann der Rivale war. Den Tali, den mochte ich nicht, aber die Lily, die mochte ich, die war gar nicht schlecht. Die fand ich toll. Ist ja auch eher fast. Hasst es, aber jeder liebt es. Dark Souls. Können wir Dark Souls mit reinnehmen? Warum nicht? Dark Souls. Eigentlich nicht meins, aber da müssen wir auch noch ein Spiel reinpacken. Indie-Auswahl, da brauchen wir auch noch eins. Gucken wir mal bei Indie-Auswahl rein. Ist noch nicht veröffentlicht, das kommt dieses Jahr hoffentlich dann raus. Aber ich würde sagen, das ist also Indie-Auswahl. Ich weiß schon davon. Schon wieder Mint of Islands. Ja, Mint of Islands. Ja, schon vielleicht irgendwo anders dann mal rein, aber. Enchanter's Tale finde ich wirklich, das könnte man. Das kommt nächstes. Ist wirklich nicht übel. Da freue ich mich schon riesig drauf. In Junglers Tale. Mint of Island müssen wir gleich mal gucken, wo das noch hinkommt. So, wo habe ich das jetzt hingepackt? Ich sollte mal die Ebenen benennen. Das war eigentlich bei so vielen Ebenen gar nicht unsinnig. Aber dazu habe ich jetzt nicht die Zeit. In die Auswahl, da kommt Juggler's Tale rein. So, sehr schön. So, das klingt nach Mario Wüstenmusik. Welches Spiel hasse ich denn, aber jeder andere liebt es? Modi meinte, Dark Souls zählt nicht mit rein. Gibt es ein Spiel, was ich hasse? Ich hasse eigentlich keine Spiele. Das ist halt. Welches Spiel hasse ich denn? Unterschätzt und überschätzt, da kommt auch gleich was rein. Können vielleicht mal überschätzt das Spiel reinpacken. Da mache ich mir Feinde, wenn ich hier überschätzt bei überschätzt Spiele reinpacke.
Da mache ich mir Feinde. Ich traue es mich gar nicht auszusprechen. Ich habe da schon was im Kopf. Ich mach's mal einfach, ich mach's jetzt einmal stillschweigend rein. Ihr könnt mich dann alle haten. Unter dem Video dort oder in den Kommentaren kann ich Modi dann haten. Und der Shitstorm ist am Kommen. Der Shitstorm rollt an. Ich spüre schon Zwicken im Bein. Es ist schon. Ich spüre den Shitstorm. Twitter ist offen. Wie kannst du so ein tolles Spiel hassen? Du kannst das bei überschätzt rein. Das muss bei unterschätzt rein. Unterschätzt ein Spiel, was unterschätzt ist. GTA 5 ist Trash, nutzt es nur noch für Roleplay. Online ist Cancer, Story ist egal. Ist zwar gut, aber nicht gut genug. Ich halte es für überschätzt, wie ihr sehen könnt. Wenn ich das nachher auf Twitter poste, dann ist das Pullen offen. Aktives, kenne ich irgendein aktives Franchise? Da können wir den Nightmares reinmachen, das ist doch aktiv. Lieblingsaktives Franchise, aber ist denn dein ersten Franchise? Puh. Das passt, weil du hast das, das ist halt, was das jeder andere liebt es. Zelda-Spiele generell, das ist. Ich tue mich jetzt schon schwer mit dem Link's Awakening. Gerade wo wir The Legend of Zelda im Hintergrund haben als Musik, nimm lieber Skyward Sword. Ja, das auch. Ich nehme jetzt mal Breath of the Wild stellvertretend für alle anderen The Legend of Zelda Games. Das kriegt einen Schein nach außen drauf. Schwarzen, wenn es geht. Damit es ein bisschen besser zu sehen ist. Ich sag, das kriegt einen Schein nach außen drauf. Einen schwarzen, wenn es geht, damit es besser zu sehen ist. Also auf dem weißen Untergrund. Stellvertretend für alle The Legend of Zelda Games. Du hast es, aber jeder liebt es. Unterschätzt bauen wir noch ein Game. Also den Sound, ich muss sagen, den Soundtrack von den Spielen, die finde ich wirklich genial. Aber das war's dann auch. Ein unterschätztes Spiel. Habe ich hier gerade eins auf dem Tisch. Die Pokémon-Spiele sind relativ unterschätzt, wie ich finde. Da sind einige. Gerade die neueren Generationen sind sehr unterschätzt. Batman 3, was habe ich hier noch? Dafür, dass ich The Legend of Zelda nicht toll finde, habe ich hier erstaunlich viele The Legend of Zelda-Spiele auf dem Tisch stehen. Gerade. Ein unterschätztes Spiel. Tja. Deponia, Lego Movie, Kirby, Mario Party. Goat Simulator. Ich würde da hier in Minecraft. Minecraft Story Modes, das würde ich da
Weil schon, die fand ich, die zwei Teile fand ich, so wie Ghostbusters, das ist, Minecraft Story Mode ist wie, Story Mode ist wie Ghostbusters. Also, da gibt es auch nur zwei Teile von, das ist, da hat jetzt das Game Studio dicht gemacht, weil es das, ist das unterschätzt, ist das, wird das unterschätzt zu nehmen, ich denke, das haben, ja, es haben nicht viele gespielt, deswegen muss das Studio dicht machen. Ansonsten, was wollte ich vorher nehmen? Unterschätzt Pokémon, wollte ich die neue Generation Pokémon Schwert, von Pokémon Schwert da reinpacken, Pokémon Schwert und Schild. Unterschätzt das Ghostbuster-Spiel wäre mein Pick. wollen wir Minecraft Story Mode reinnehmen? Was meinst du, Modi? Ist das unterschätzt? Also als Frage, ich meine, ob ich das mit reinnehme, das ist mein Ding, aber das unterschätztes Game. Das könnte auch Strömmet haben zu viele nicht gespielt. Ich mochte es. Also kommt das damit rein. Da haben wir ein zweites Spiel mit Minecraft hier in der Liste. So. Warum mag ich das? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich mag das erstaunlicherweise. Obwohl das wirklich eindeutig, das kommt dort rein. Ich habe da Spaß dran gehabt und man fragt mich nur die ganze Zeit, warum? Warum? Also, du denkst nur, ich weiß nicht, warum ich das mag, aber ich mag das. Es macht keinen Sinn, das zu mögen, aber es ist einfach. Es macht einfach keinen Sinn. Das ist halt einfach. Warum? Ja, das passt präzise dort rein. Warum mag ich das? Das ist einfach. Liebstes aktives Franchise müssen wir noch machen. Passt Little Nightmares dort rein in ein aktives Franchise? Ist das ein aktives Franchise? Modi. Sag mal. Aktives Franchise. Dann würde ich den Nightmares reinpacken. Jetzt noch unter Franchise oder? Dadurch, dass regelmäßig Comics, Apps etc. erscheinen, ja. Dadurch, dass es jetzt auch schon zwei Teile davon gibt, hoffentlich auch irgendwann mal drei. Es gibt ja auch eine Handy-App für Little Nightmares. Very Little Nightmares heißt die. Es gibt ein Handyspiel dafür. Also kann man schon als Franchise nehmen. Little Nightmares. Und aktiv ist es auch. Gerade ist Teil 2 rausgekommen. So, dann bleiben noch drei Felder. Eigentlich gar nicht meins, aber immer übersehen. Und deprimierendes Spiel. Deprimierendes Spiel, da finden wir was. Allerdings hat auch hier Papers, Please einen sehr, sehr hohen Anwärter, ist ein sehr hoher Anwärter auf deprimierendes Game. Das ist schon hart deprimierend, wo man dann zum Ende ist. Das habe ich nicht zu Ende geführt. Das ist das Spiel. Schon deprimierend dann irgendwann. Wenn du dann Fehler machst und dann einfach jemanden durchlässt durch die Kontrolle, weil das und da kein ersichtlicher Grund ist und dann trotzdem ist, das ist bei den höheren Level dann wirklich schon deprimierend. Das kann man glaube ich da reinpacken. Packen wir Papers. Ja. Obwohl, warte mal. Okay, das kommt bei deprimierendes rein.
Für übersehenes Spiel habe ich auch schon eins, das habe ich auf meinem Kanal bemerkt. Es ist halt einfach seit damals keiner gespielt, hat damals keiner geguckt, als ich es hochgeladen habe. Und irgendwie heute immer noch nicht. Es ist Papers, Please, das kommt hier hin. Das deprimierende Spiel. Papers, Please. Und immer übersehen, da habe ich ja das Spiel habe ich sehr gerne gespielt. Hatte wirklich Freude daran, das zu spielen. Und ich finde das traurig, dass da ich finde das wirklich wirklich traurig, dass das auf meinem Kanal nicht geguckt wurde. Es ist halt einfach wirklich sehr traurig. Hat dann wirklich null Aufrufe noch. Oder wirklich nicht geguckt. Könnt ihr mal nachholen jetzt, wenn ich das später hochlade auf YouTube. Hier seht das ja. Ich habe soeben die Nightmares Comics auf die Wishlist gesetzt. Achso. Ich habe erst gelesen, du hast Little Nightmares Comics bei Wish bestellt. Das ist ja. Wer weiß, was du dann da kriegst. Little Nightmares bei Wish bestellt. Das wäre mal spannend. Welches Spiel wäre das dann? Little Nightmares bei Wish bestellt. Das müsste auch noch eine Kategorie sein, die man dort eintragen. Franchise, professionelles Franchise bei Wish bestellt. Ja, bei Wish bestellt ins Kategorie. Endlich. Was wollte ich da rein tun? Musik hören bei gesperrtem Display. YouTube Music Hier. Premium. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Wolfenstein 2. Das ist eigentlich nicht so meins. Da habe ich ja hab ich schon mal reingespielt, privat. Aber ich finde es trotzdem cool. Eigentlich nicht meins. Ist halt das einzige Ballerspiel, was ich habe. Ist halt das einzige Shooter-Game. Haben wir unten hier gerade viele schwarze Dokus. So, haben wir die Liste doch fertig. Können wir dich auf Twitter posten und Shitstorm erzeugen. So, sehr schön. Na dann. Deutsche oder Unzensur. Also ich habe hier die deutsche Version. Sonst hätte ich sie nicht auf der Switch. Hätte ich nicht in der Hand. Dann natürlich die Österreicher unzensierte, wenn man sie spielen kann. Dann das. Nicht die Version, wo alle Hakenkreuze durch komische Muster setzt und Hitlers Bart weggekraschiert wurde. Das ist. Die mit Hitler ohne Bärtchen, uff. Ja, es ist manchmal geht's denn so zu weit. Es ist ja eigentlich kein Problem. Es ist eigentlich klar, dass das kein Nazi-Spiel ist. Es glorifiziert ja nicht die Nazis. Es ist ja eindeutig ein. Du bekämpfst ja die Nazis, das ist ja eigentlich. Ja, aber gut, das ist eine andere Debatte. Gut, haben wir fertig, können wir bei Twitter posten. Na dann.